So, verehrte Fußballfreunde, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge in unserer Karriere. Ja, sag mir mal, wo für dich im Team momentan Platz ist und dann kriegst du vielleicht einen. Heißt, eigentlich spielen wir ja gerade gut. Ich muss mir das jetzt nochmal ganz kurz angucken. So. Das war 1 zu 0. Okay. Das heißt 2-0, 4-0, 2-0. Auf die Fresse, Alter. Das ist so krass. Ja, war auch nicht unsere höchste Niederlage, aber... Puh. Puh. Damn. Heftig, heftig, heftig. Überaus heftig. Und jetzt geht's gegen Darmstadt, ja. Das ist ein wichtiges Spiel. Natürlich haben die Mannschaften hinter uns ein bisschen gewonnen. Ein paar zumindest. Krass, was das für ein enges Aufstiegsrennen ist, oh mein Gott. Oh ja, Jugendmannschaft, was gibt's Neues? So brutal stark. Unfassbar. Reicht nicht. Das ist richtig gut. Leider hat er am Anfang nur 38. Also komm. Das ist doch einfach Bullshit. Hugh Mason ist fertig. Halleluja. Ja, super. Dann nehmen wir den direkt mal mit. Kamera funktioniert sogar. Hoppla. So. Hep. Evan Smith. Brauchen wir den? Brauchen wir den? Vielleicht kann man ihn verkaufen. Auch nicht schlecht. Aber auch nur 46 am Anfang. Das ist halt einfach so wenig. Und die krassen Jungs, die sind leider noch nicht alt genug. Ah, machst du nix. So. Ich wollte noch mal ganz kurz was gucken. Jetzt denke ich doch endlich mal dran. Bist du echt der beste Flankengeber? Mal hier. Das Hall doch viel besser. Auch der beste Elfmeterschütze? Wow, unsere Mannschaft strotzt vor Qualität, was das angeht. Alter. Ja, okay. Grimaldi. Dein Job. Das ist dein Job. Okay. Puh. Wichtiges, wichtiges Spiel. Danke Darmstadt für eure unglaublich hohe Variabilität, was das Trikot angeht, Alter. Meine Güte. Jetzt müssen wir zu Hause in dunkel, blau, gelb spielen. Ach, der Melem, ja stimmt. Der ist gefährlich. Auf den müssen wir ein Auge behalten.
Ein Auge behalten. Vielleicht müssen wir auch einen Blick auf ihn werfen. Und diesmal kriegen wir hoffentlich nicht auf die Fresse. Aber jetzt haben wir unsere Fans im Rücken. Was soll denn nun passieren, hä? Was ist so eng da vorne? What? Ah. Hein Jupkes ist die Ruhe in Person. Archie Hall spielt noch längst nicht seinem Potenzial entsprechend. Schalalala. Hör, hör. Hör, hör, bam, was ein Move. Hein! Schade. Direkt mal mit einem Knaller loslegen. Oh, mir gefällt diese Geschwindigkeit schon wieder nicht. Moment. Okay. Wollte nur gucken, wer von beiden hinten bleiben soll. Weil irgendeiner macht da seinen Job nicht gut, was das angeht. Starker Abwurf, Hiller. Apropos Hiller, ist noch so ein Thema. Ja, doch. Ich glaube, Mason ist noch nicht gut genug, als dass der wirklich als Ersatz in Betracht gezogen werden kann. Gute Flanke von Cafaro, schade. Bela mit... Also, ich weiß nicht, ob wir den nicht irgendwie ein bisschen verheizen auf der Position. Wisst ihr, weil er so viel nach hinten arbeiten muss. Guck mal, da ist er nämlich jetzt schon wieder. Und eigentlich ist der Bela jemand, der nach vorne sprinten muss, weil er so unglaublich schnell ist. Arsch raus. Dann die Ballannahme. Und der Bela hat halt eine Ausdauer. Keine Ahnung. 5 oder so. Weißt du, wie viel er auf Ausdauer hat? Kann nicht viel sein, weil er immer richtig schnell im Popo ist. So, Offside von Darmstadt. Guter Durchstoßbruch. Ja! Souverän runtergespielt. Was ein hässliches Tor. Ah, und Antonio steht da, wo ein Stürmer stehen muss. Wichtiger Führungstreffer. Treffer. Sauber. Sauber, sauber. Und der Moll? Der Moll hat die Vorlage gemacht, ne? Der ist so wertvoll momentan. Wenn er nicht trifft, dann legt er vor. Und er spielt halt solche Dinge. Das ist saustark. So, Archie. Show me what you got. Was eine Flanke auf Bela. Oh, der köpft ihn drüber. Da machen sie alles richtig. Und er geht einfach nicht rein. Ach. Ärgerlich. Flüche. Sehr schön. Also, der letzte Kopfball nicht. Aber das davor war gut. Oh. Hintenrum. Spieleröffnungshiller. Schade. Der Archie ist jetzt nicht so die Kopfballwuchtbrumme. Ist deiner Hiller. Super. Auf Bela. Hui. Das ist nicht Bela. Auch Salah kann schöne Bälle spielen. Sehr gut, Hall. Sehr gut, Hall. Ah. Boah.
sind nur nicht besonders geordnet, die letzten Spiele. Leider. Wichtig von Stellin. Ja, kriegst du direkt wieder. Ist mir gerade sonst zu riskant. Hein ist wieder mal sehr weit hinten. Na gut, machst du nix. Schade. Aber. Ach! Flüche! Ja. Jetzt kann es schnell gehen. Gut. Grimaldi! Ja! Was ein geiles Ding! Nice Geschichte. Und ich finde, dieses Spiel zeigt noch einmal umso mehr die Lächerhaftigkeit vom Heidenheim-Spiel. Boah. Oder? Es ist doch okay, wenn man verliert. Das ist ja gar nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist, dass es einfach total... Es ist so unverhältnismäßig. Sauber, Grimaldi. Richtig stark. Hier, ich habe ja viel gemeckert. Ihr könnt auch gerne hier... Ich zeige gerne. Es ist immer noch alles gleich. Ich habe nichts geändert. Nur das Spiel denkt sich jetzt irgendwie... So als ob... Das irgendwie, als ob die Schwierigkeit einfach aussagt, so ja, alle 3, 4, 5 Spiele hauen wir mal ein Spiel rein, was man nicht gewinnen kann. Puh. Oder was? Ich verstehe das einfach nicht. Ewiges Thema. Das Rumgeheule tut mir auch echt leid, gell? Aber da müsst ihr durch. Mal die... Schauen, was er daraus macht. Das ist gut. Jetzt wieder unser Torspezialist aus den letzten Spielen. Schade. War vielleicht ein bisschen zu viel verlangt. Ja, komm, wir gehen hinten rum. Haben jetzt eine beruhigende 2-0-Führung im Rücken. So beruhigend ist die gar nicht. Aber damit kann man immerhin arbeiten. Schlechtere Ausgangslagen. Jetzt gerade ist es ein bisschen statisch, weil Darmstadt sehr tief drin steht. Salah geht mal die Linie runter. Und holt die Ecke raus. Grimal! Ich dachte schon, es wird gefährlich. Gute Ecke auch von Horn. Er legt ihn sich auf den Starken. Ah. Salah versucht's mal. Und Moll versucht's mal. Und deswegen kriegt Darmstadt jetzt einen Angriff. Über sowas müsste man sich vorher Gedanken machen. Hei, ei. Ja. Vor allem der zweite Treffer, Alter. Dieser Antonio. Das ist so krass. Was der für Dinger raushaut. Unnormal. Hua. Richtig unnormal. Ja, wo wir wieder bei dem Thema wären. Zeig mir mal die Situation beim Fußball, wo jetzt in diesem Moment der Gegner trotzdem den Ball behält. Wir sind wieder zu zweit da. Wir haben wieder keine Chance beim Kopfballduell. Nee. Nee, ich verstehe das nicht. Johannes Wurz. Und so wie mit der Selbstverständlichkeit, mit der er sich da durchsetzt. Wenn es sein, keine Ahnung, 10. Tor gewesen wäre. Okay, es war sein erstes. Es ist der 23. Spieltag oder der 24.
Und er macht es mit einer Selbstverständlichkeit. Das ist ein Stürmer, der steckt wahrscheinlich in der tiefen Krise. Eigentor? Er wird ja wohl kein Hattrick gemacht haben. Das sah sehr nach Eigentor aus. Ganz weird. Ich find's auch geil, wie heroisch Molder ins Tor rutscht. Wer war's denn nun? Tatsächlich der Herr Grimaldi. Krass. Ein lupenreiner Hattrick. Immer dieses Lupenrein, Alter. Er hat 3 Tore gemacht, es ist ein Hattrick. So, reicht. Wieso kriegt man, wenn man das in einer Halbzeit macht, das Prädikat lupenrein? Was soll das denn heißen, lupenrein? Das ist so ein krasser Hattrick, dass man ihn mit der Lupe sehen kann. Aber die Antwort, die es gebraucht hat auf das Gegentor. Und ich will dir nicht sagen, aber dieser Grimaldi ist ganz gut in Form, habe ich gehört. Machen wir mal gerade so weiter. Hm? 3 Tore haben wir schon wieder. Das ist richtig... richtig gut. Ja. So. Auf geht's, Quirin. Ach, wieso zum Geier sollte ich ihn zu irgendjemand anderen spielen wollen, als zu Cafaro in diesem Moment? Warum, liebes Spiel? Erkläre mir die Logik dahinter. Ich verstehe sie nämlich nicht. Schade. Ich wollte gerade zu Hall runter. Ah. Das geht einfach nicht. So, Herr Stierlin. Wir haben dich verkauft für Distanztore. Zeig uns doch mal, was du kannst. Das war ja furchtbar. Das Gute ist, jetzt fehlt da hinten. Aber noch besser ist, Darmstadt ist gerade zu langsam, um es auszuspielen. Ne? So, jetzt habe ich das Wort gefunden. Upsala, jetzt musst du flitzen. Kämpfe flitzen nämlich. Wenn die Flanke reinkommt, dann rechne ich eigentlich schon immer mit dem Gegentor mittlerweile. Hm. Das war zum Glück keine gute Flanke. Dieser Moll ist so aktiv. Es ist so gut. Wow, Hall, also das ist echt erbärmlich, dass du da im Abseits bist. Ja, hier kommt Kager. Hast du gut gespielt, letztes Spiel. Hast dir den Einsatz auf jeden Fall verdient. Nicht. Aber ich lasse ihn trotzdem, weil ich nett bin. Jetzt Hall. Sehr gut. Ein bisschen sinnlose Drehung in dem Moment. Hm. Achtung, da runter. Ja, ja. Auf geht's, Rachmann. Sieh. Na, ist einer Fehler. Sehr gut. Zapp. Zapp. Bam. Ja, toll. Schön in die Vorwärtsbewegung rein, Kager, ne? Abseits. Offside, offside. Oh, könnten wir eigentlich wechseln. Keiner greift ihn an. Salle! Wow. Stark ist im Weg.
Ja. Ja, ganz im Ernst, Leverenz hat letztes Spiel auch nichts gebracht. Also ich fürchte, die Form der Mannschaft sackt ein bisschen ab. Bis auf den werten Herrn Antonio. Und natürlich Moll. Beweisstück A. Was für ein dummer Ballverlust schon wieder. Flüche. Zauber. Ja, nein. Wolkaisumi. Ab 8. Cooler Abwurf. Boah. Alter. Das war echt knapp. Hein. Hör. Nein. Schade, Koizumi. Ja, war auch der schwache Fuß, aber gut gemacht von Hein. Sehr unerschrocken, das Ganze. Ja, da ist wieder Al-Rahman. Stark. Schön, Hein. Ah. Aber schön durch alles durch. Die Anspielstation, so das Umschaltspiel nach vorne, ist gerade ein bisschen mau. Grimaldi! Kopfballduell nach einer Ecke gewonnen, Freunde. Es geht nach vorn. Es wird doch langsam. Hör! Hör, der Kleine! Abladrabada. Oh, Koizumi, schade. Ach ja. Auf Antonius Verlass, der macht ihn jetzt nicht rein. Er hätte ihn garantiert reingemacht, wenn er zum Schuss gekommen wäre. Ja, Weber. Das ist deiner. Gut gemacht. Auch immer eine schöne Sache. Wenn man selbst den Ball raushaut, kommt man leider nur selten an den Ball. Nicht wie beim Gegner, der dann irgendwie... Jesus Christ! Der Rachmann läuft an einer Selbstverständlichkeit in den Abwurf. Alter. Man stelle sich vor, es wäre schief gegangen und dann auch noch wichtig gewesen oder so. Boah. Jetzt kriegt der Hiller aber nochmal ein bisschen die Fäuste warm geschossen. Mann. Na, gewinn dir mal das Kopfballduell. Ich will's auch gewinnen. Kacke. Sehr schön, Koizumi. Nein! Richtiger Move eigentlich an der Stelle. Und leider nicht funktioniert. Auch das hat leider nicht funktioniert. Das ist deiner Sache. Gut. Wow, ist der Moll im Popo. Okay. Koizumi! Nein! Hat auch schon lange nicht mehr getroffen, der Koizumi. Ich meine, er spielt auch nicht mehr Stamm. Hat er eigentlich nie. Aber trotzdem, ne? Ihr wisst, was ich meine! Wow, die Ecken werden gefährlicher. Grimal! Aus dem Standmoll. Wow! Da war sich der Torwart aber ganz schön sicher, du. Ah, der geht nicht, der geht nicht. Boah, der war richtig knapp. Sah zumindest so aus. Wahrscheinlich war er es gar nicht. Ja!
wichtig, richtig wichtig. Danke dir, Grimaldi, gell? Sehr geil. Top, top. Das ist schön. Ja, den hätte ich auch gemacht. Adriano, Adriano, Adriano. Triple Grimaldi. Und Heidesheim spielt 2:2 gegen Duisburg. Duisburg ist 14. Kann man echt nur mit dem Kopf schütteln, Alter. Das ist so ein Unfug. Mann. So, jetzt zieht sich's allmählich ein bisschen auseinander hier, hä? Die Mainzer bleiben an uns dran. Nürnberg ist auch gefährlich nah an uns dran. Bleibt spannend. Und es ist gerade mal Anfang März. Da haben wir noch ein bisschen was vor uns. So. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, liebe Leute. Ciao, ciao. Hier, ne? Moll, hast du dir verdient. Moll ist Spieler des Monats. Sonst niemand. So. Ciao.